Hi Leute, wir sind hier heute an der Fassade. Wir spritzen Silikat. Alles zu Einstellungen, wie wir das machen, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! So, vielleicht ist euch aufgefallen, wenn wir hier in diesen Eckbereich kommen oder Randbereich, bleibe ich ein Stück weg. Oder, was auch eine Möglichkeit ist, ich nehme mir so ein Spritzschild, halt das gegen, damit wir hier nicht so viel Overspray haben, der durch die Gegend fliegt. Wir wollen ja Farbnebel möglichst vermeiden. Wie gesagt, entweder Schild oder ihr hört ein Stück davor auf und rollt den Rest mit der Rolle nach. So Leute, Fassade ist zweimal gespritzt und nachgerollt. Wir haben verwendet die Hybrid Solsilikat von Profitec. Wie ich finde, ein Material, was sich wirklich hervorragend eignet, um gespritzt zu werden, weil, wie ihr es wahrscheinlich gesehen habt, sehr, sehr wenig bis gar kein Farbnebel. Ist ja, gerade wenn man im Außenbereich unterwegs ist, immer wieder ein Thema, ja, dass irgendwie die Autos voll sind oder beim Nachbarn noch gleich das ganze Haus oder so. Also die Horror-Stories kennen vielleicht einige von euch. Zum Setting haben wir hier gehabt eine Graco Mark 7. Die haben wir mit ca. 100 Bar sind wir die gefahren, haben einen 3/8 Schlauch verwendet und davon nochmal einen 1/4 Zoll. 30 Meter machen sich für so ein größeres Einfamilienhaus einfach prima. So haben wir die Maschine im Prinzip an einer Ecke zu stehen und müssen nicht so viel hin und her. Ihr könnt natürlich auch mit 15 Meter arbeiten, überhaupt kein Problem. Je nach Objektgröße könnt ihr für euch entscheiden, was da für euch das Beste ist. Vor meinen Schlauch habe ich mir hier nochmal eine Schlauchpeitsche vorgesetzt. Die ist ein bisschen dünner und dadurch, dass die ein bisschen dünner ist, könnt ihr die Pistole gerade auf Rüstung, engen Bereichen besser führen. Als Pistole haben wir die Contractor PC von Graco. Hier haben wir einen 50 Mesh Filter drin. Genau dasselbe haben wir im Hauptfilter. Im Hauptfilter auch 50 Mesh. Ist für ein Silikat relativ schmal.
was gut ist, was Vorteile hat. Ihr müsst mal aufpassen, von Hersteller zu Hersteller ist das Ganze ein bisschen unterschiedlich. Da sind dann teilweise gröbere Filter drin oder gar keine. Zur Düsenwahl. Wir sind hier mit einer 25er Bohrung rangegangen. Und zwar einmal eine LP-Düse von Graco und einmal eine Line-Laser. Die Line-Laser kommt aus der Fahrbahnmarkierung. Und die macht relativ harte Kanten. Die müsst ihr auf jeden Fall auch nachrollen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Vorteil ist einfach, ihr könnt mit dem Ding eigentlich fast beschneiden. Das heißt also, wenn Overspray für euch eine Riesenrolle spielt, würde ich eher zu der tendieren. Haben beide funktioniert, aber ich fand die noch ein bisschen besser. Von der Bohrung könnt ihr wahrscheinlich noch einen Ticken runtergehen. Tragt da etwas weniger Material auf. Also so eine 23er Düse würde wahrscheinlich ja auch passen. Vom Spritzwinkel würde ich nicht mehr gehen als ein 40er Spritzwinkel, also eine 4,25 oder eine 4,23. Überhaupt kein Problem. Dadurch, dass wir hier eine relativ schmale Düse fahren konnten für den Fassadenbereich, also 23er bis 25er Bohrung, könnt ihr als Gerät natürlich auch ein 5,95 oder 6,95 verwenden. Ist in dem Fall überhaupt kein Problem. Alles Relevante verlinke ich euch nochmal unterm Video. Wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen hoch, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis bald.